Ende November versammeln sich nämlich in Paris die Nationen der Welt, um über den Klimaschutz zu beraten. Internationale Klimagipfel sind mit großen Hoffnungen verbunden, aber auch mit großen Enttäuschungen. Dabei ist es wichtig, auch im Kleinen anzufangen, mit dem Klimaschutz vor Ort nämlich. Darum trafen sich im Oktober Kommunen verschiedener Länder in Hannover, um sich über positive Ansätze auszutauschen. Ja, und dabei ließ sich der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel von Jugendlichen zu einer Wette überreden. Wie genau das aussah, sehen Sie selbst. Eisbärin Paula sorgt sich um die Rettung der Arktis und eine Ministerin und ein Minister posieren mit dem Maskottchen von Greenpeace. Eines der Bilder von der ICCA. Anfang Oktober 2015. Hannover richtet eine Klimakonferenz aus. Keine UN-Konferenz, aber immerhin 300 Delegierte aus 27 Ländern vertreten in erster Linie Kommunen, die sich dem Klimawandel entgegenstemmen. Wir haben festgestellt, wenn sich die Staatenlenker da in Paris... Gastgeber Stefan Wenzel hält das für genau den richtigen Ansatz. Man kann viel beschließen, aber am Ende muss man es umsetzen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Kommunen sind diejenigen, die vor Ort ganz praktisch da anpacken, das in der Vergangenheit auch gezeigt haben, dass sie es können. Und was vor allen Dingen spannend ist, die Kommunen sind Vorreiter. Die sind oft viel weiter als das, was man auf den internationalen Konferenzen diskutiert. Und die zeigen, wie es praktisch geht. Der zweite Tag der Konferenz stellt Jugend und Bildung in den Vordergrund. Die Jugendverbände haben sich da etwas ausgedacht, die Klima-Challenge. Also die Idee der Klima-Challenge ist, dass die Jugendlichen in einem Wettbewerb gegen den Umweltminister antreten und durch klimafreundliche Aktionen Klimapunkte sammeln. Wenn sie genug Klimapunkte erreicht haben, erbringt der Minister eine Gegenleistung. Und die erste Gegenleistung beim ersten Etappenziel ist zum Beispiel ein Fahrradkino, bei dem der Minister mitstrampelt. Ich werde mein Bestes tun, um da mitzuhalten und nehme diese Challenge, diese Herausforderung an. Die Aktion soll zeigen, wie einfach es ist, etwas für das Klima zu tun. Ob Seminare zum Thema, Recyclingmöbel, Kleidertauschpartys oder der Verzicht auf Einwegflaschen. Die Ideen sind vielfältig. Ein Klischee besagt, dass Jugendliche nur konsumieren wollen und sich nicht für politische Themen interessieren. Hier ist man vom Gegenteil überzeugt. Es geht um unsere eigene Zukunft und darum, wie wir die gestalten können. Und welcher Jugendliche möchte nicht gerne etwas verändern an seiner Umwelt und seinem Leben? Mitmachen und Punkte sammeln kann jede Jugendgruppe in Niedersachsen. Eine davon ist die Youth in Green Initiative an einer Osnabrücker Schule. Die Jugendlichen haben sich einiges vorgenommen, etwa Plastiktüten aus der ganzen Stadt zu verbannen. Warum setzen sie sich für den Umwelt- und Klimaschutz ein? Also mir persönlich geht es da vor allen Dingen um die nächste Generation, weil es einfach unfair ist, dass wir die Erde im Prinzip noch sehr schön erleben dürfen und uns im Prinzip nichts das Recht gibt, diese Erde zu zerstören, sodass nachfolgende Generationen wieder nichts davon haben. Hey, ich bin die Atmosphäre. Ich könnte dich hier ein bisschen umgeben. Gibt es also noch eine Chance für den überhitzten Planeten? Im Dezember soll in Paris ein neues Klimaschutzabkommen beschlossen werden. Die Hoffnung ist, dass es sich nicht nur um eine Show handelt. Wie das Stück, das hier das Junge Theater Braunschweig präsentiert. Naja, nach etlichen negativen Erfahrungen bei Klimakonferenzen muss ja jetzt eigentlich mal eine positive kommen. Ich meine, auch die Politiker müssen jetzt ja irgendwie mal darauf kommen, dass mal was passieren muss. Dieses Kyoto-Protokoll ist, glaube ich, seit 4 Jahren abgelaufen und wir brauchen jetzt endlich verbindliche Ziele. Also ich hoffe eigentlich, dass dass gute Ergebnisse dabei rauskommen und dass mal wirklich Ziele gesteckt werden, die dann auch erreicht werden und es nicht so läuft, dass man dann Ziele setzt und trotzdem wird nichts gemacht. Die Stimmung ist hier gut, kraftvoll, kreativ und ich hoffe auf eine starke Botschaft nach Paris, die denjenigen, die dort am Verhandlungstisch sitzen, Mut machen zu visionären Entscheidungen. Es wird eine Menge Energie kosten, um die weltweiten Klimaziele zu erreichen. Bis dahin gilt, so die Urheber der Klima-Challenge, Klimawandel geht mir auf den Sack.